Familie und Arbeit ist leicht zu kombinieren. Am Anfang, es ist ein Lernprozess. Also man hat dieses klare Zeitfenster nicht mehr, jetzt arbeite ich und jetzt habe ich Familie, wie man das hat, wenn man wegfahren müsste. Ich arbeite im Homeoffice, bin also zu Hause bei meiner Familie, muss nicht irgendwo hin. Seitdessen, ich habe natürlich einen Termin, das ist was anderes. Das lege ich mir dann aber in Zeiten, wenn die Kinder auch versorgt sind. Heißt im Kindergarten oder in der Schule. Und das war aber nicht immer so leicht. Man musste da in diesen Prozess erstmal hineinwachsen, dass auch Familienleben mit der Arbeit auch vermischen darf. Dass das nicht immer Zwang ist, jetzt muss ich arbeiten, ich habe den Druck dahinter, jetzt muss ich arbeiten. Sondern ich kann morgens meine E-Mails öffnen, lese schon mal, habe ich jetzt direkt Priorität A in der Arbeit? Muss ich sofort reagieren? Oder habe ich erstmal die Möglichkeit, entspannt meinen Kindern Frühstück zu machen und zu sagen, jetzt machen wir erstmal ganz in Ruhe und dann gehe ich ins Büro, um dann eben auch die Kinder wegzubringen. Wenn die natürlich weg sind, ist es klar wie jeder andere auch, dass man im Homeoffice einfacher wahrscheinlich als andere das im Büroleben haben, abarbeiten kann, weil einer nicht durch die Tür kommt. Alles, was dringend ist, hat zwei Beine und steht in der Tür.